Willkommen zu Pflegeleicht. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute ein ganz wichtiges Thema, nämlich Beschäftigung, auch mit einer Demenz. Wie das geht, erzählt uns heute unser Experte Günther. Günther, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wer bist du denn? Woher kommst du? Was hast du beruflich gemacht? Genau, ich bin Krankenpfleger und habe sehr viel in Pflege und Betreuung mit Demenzerkrankten zu tun gehabt. Ich habe unter anderem in einer Tagespflege gearbeitet und da ist Beschäftigung ein Schwerpunktthema. Und wir können da versuchen, ganz viel Lebensfreude zu schenken. Und hier haben wir Sachen, die Aufforderungscharakter haben. Hier zum Beispiel einen alten Topflappen, ein Staubtuch und sich beteiligen zu können, im Haushalt mitwirken zu können, dann auch gelobt zu werden. Das hast du toll gemacht. Alte Lebensthemen aufzugreifen, das ist wichtig für Menschen mit Demenz, denn wir bringen sie mit ihrer Biografie in Kontakt. Mhm. Wobei, es kann natürlich auch sein, dass jemand sein ganzes Leben lang Haushalt gemacht hat und jetzt sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist dann so die Aufgabe von uns pflegenden Angehörigen oder begleitenden Personen, immer zu spüren, will er das denn jetzt eigentlich? Das stimmt. Auch wenn jemand gewissenhaft seinen Haushalt geführt hat, heißt es nicht, dass er das auch leidenschaftlich gemacht hat. Ja. Wir müssen herausbekommen, ist das noch von Interesse? Und Interessensgebiete können sich in einer Demenz auch verändern. Hier als nächstes haben wir so ein paar Kochbücher passend rumliegen. Ich weiß, meine Großmutter wäre hier ganz glücklich gewesen und hätte zu jedem einzelnen Foto und Gericht ihren Senf dazu gegeben. Also ein wunderbares Thema, kann man stundenlang drüber reden, ne? Ganz bestimmt. Da kann man auch so fragen, haben Sie früher Lapskaus gekocht? Was kommt da noch rein? Genau. Und hier Silberputzen. Die jungen Frauen, die hatten Aussteuer früher, die waren da stolz drauf. Ja. Und die haben dann ihre Schätze auch zu Feiertagen auf den Tisch präsentiert und vorher musste es geputzt werden. Ja. Mir hat mal eine alte Dame erzählt, sie hat ihrem Mann dann immer eine Zigarre gekauft und mit der Zigarrenasche, da hat sie dann das Silber poliert. Siehste? Meine Schätze. Siehste, und sowas macht es. Ich zeige Ihnen Silber, ich gebe Ihnen Silber in die Hand und einen Putzlappen und auf einmal finde ich wieder meine Erinnerungen, die lange weg waren. Das ist wie Anker werfen. Komm, wir gehen mal zum nächsten Tisch. Ja, wir haben eine ganze Reihe vorbereitet. Ja. Hier kommen wir eher zu den Männerthemen. Ja. Männer, das habe ich in Gesprächsrunden mit Männern häufig mitbekommen, die sind häufig stolz auf ihre Parteiarbeit, auf ihren Beruf, auf ihre Sportvereine. Und wenn wir hier zum Beispiel einen Malermeister betreuen, dann sind das vertraute Sachen für ihn. Eine Lammfellrolle oder eine Farbpalette, auch so aus einem Altbau, so eine alte schöne Fliese. Und da kommen Erinnerungen hoch. Und mitunter, wenn diese Sachen berührt werden, dann kommen die Menschen ins Erzählen. Genauso auch hier in diesem Schatz eines Werkzeugkastens. Genau. Es muss nicht die ganze Garage sein voll mit Werkzeug, sondern häufig ist es so ein Werkzeugkasten mit so ein paar Sachen, die einladend sind, die man in die Hand nehmen kann, wie zum Beispiel ein Dübel oder ein Scharnier. Ja. Und das erinnert dann an frühere handwerkliche Fähigkeiten und das beflügelt auch so über Lebensstolz zu sprechen und dann auch zu sagen, Mensch, was waren Sie tüchtig, was haben Sie geleistet? Sie wissen wirklich, was harte Arbeit ist. Wertschätzung auf Augenhöhe, das ist ganz wichtig. Wir reden hier nicht mit einem Kind. So, Günther, und hier die Münzen natürlich auch ein wunderbarer Schatz, um Erinnerungen wiederzufinden. Ganz genau. Die Beschäftigung mit Münzen kann einigen richtig Freude bereiten. Und das sind nicht nur die Münzsammler. Die Münzen kann man in die Hand nehmen. Es wird gesprochen über Inflation. Wir haben hier alte Währungen zum Beispiel oder Währungen aus dem Urlaub. Und da kommen dann natürlich auch Erinnerungen hoch. Und daran anknüpfen kann man Geschichten, die Menschen dann bereitwillig erzählen. Richtig. Dann gehen wir rüber zu unserem dritten Tisch und fangen hier bei der spirituellen Ecke an. Spirituelles und Demenz, geht das? Ja, Spiritualität ist ja erstmal eine Suchhaltung und Menschen, die so ein festes Glaubensfundament haben, die haben natürlich ihre Symbole, die sie ein Leben lang begleitet haben. Und ein Symbol sagt häufig mehr als viele Worte. Und so eine Bibel oder eine Jesusfigur, eine Kerze, das kann eine Kraftquelle sein und kann also auch Ruhe vermitteln und kann auch etwas Trost ausdrücken. Wenn ich mich aber wie eine junge Frau fühle, und hier sind wir eigentlich bei einer Erinnerungskiste für meine Mutter, die heute auch Ende 70 wäre, und sie hat sich wahnsinnig gerne geschminkt, genauso wie ich es auch tue. Das heißt, Schönheit, ein wichtiges Thema. Enkel, ich fordere euch auf, macht mit Omi zusammen Nägel schön, schminkt euch gegenseitig, lasst euch Tipps geben, macht die Haare schön. Sonnenbrillen, ein wichtiges Thema, genauso wie Schmuck auch hier drüben. Maniküre, Wellness, das sind
sehr gern genommene Angebote. Ja. Manche Menschen, die super unruhig sind, die kommen beim Friseur unter der Haube richtig zur Ruhe und genießen das sehr. Ja. Hier sehen wir einen Schal, den habe ich mit einer Demenzerkrankten gestrickt. Sie konnte die Maschen nicht mehr selbst aufnehmen. Das habe ich für sie gemacht. Und als ich ihr das Strickzeug in die Hand legte, da konnte sie loslegen, wie früher. Und mit dem Ergebnis war sie nachher sehr zufrieden. Sehr schön. Wenn das nicht mehr gelingt, dann kann man auch einfach einen Pulli auf dem Flohmarkt kaufen und den abrippeln lassen. Und die Beschäftigung mit Wolle kann für viele immer noch sehr befriedigend und sehr sinnstiftend sein. Aber auch Handtaschen, ganz wichtig, meine Handtasche. Was ist da alles drin und finde ich die Dinge wieder? Also Handtaschen auch in der Häuslichkeit, in der Wohnung einfach auslegen. Gerne Requisiten reintun, Puderbürste, ja. Seidentücher. Günther, gib doch mal den pflegenden Angehörigen, die gerade zugucken, noch mal einen Tipp rund um das Thema Beschäftigung. Seien Sie mutig, seien Sie kreativ, probieren Sie. Wenn es an einem Tag nicht klappt, klappt es vielleicht an einem anderen. Häufig sind die Morgenstunden die Zeiten, wo die Aufnahmefähigkeit am besten ist. Und passen Sie die Angebote an. Und ja, wenn Sie das zu Hause machen, dann haben Sie so eine Kiste, die Sie immer und immer wieder auspacken können und gemeinsam auf Reisen in die Erinnerung gehen können. Die Kiste ist zu. Ich hoffe, Ihr Herz ist auf und wir haben Ihnen Mut gemacht. Vielen Dank, Günther. Sehr gerne, Sophie. Und ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Pflege leicht. Bis dahin, tschüss. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mehr Filme und Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und wenn Sie Wünsche bezüglich Themen haben, die wir filmisch für Sie umsetzen sollen, schreiben Sie mir an sophie.rosentreter@drk.de. Bis zum nächsten Mal bei Pflegeleicht.